In diesem Video bauen wir uns ein Remake von Doja Cat's Disco-Hit Say So. Geht los! Hallo, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro X. Bevor wir gleich loslegen, würde mich noch interessieren, machst du selbst auch Remakes von bekannten Songs? Und wenn ja, in welchem Genre machst du diese Remakes? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Der Titel, um den es heute geht, ist in Deutschland nicht ganz so erfolgreich gewesen, aber in Amerika war es ein Hit. Genre ist Disco-Pop, Disco-Funk und wenn wir fertig sind, sollte das Ganze so klingen. Ich nehme dich jetzt mit ins Projekt, wir fangen bei Null an und ich zeige dir ganz genau, welche virtuellen Instrumente und welche Plugins ich benutzt habe, um dieses Remake zu bauen. Viel Spaß! Fangen wir mal mit den Drums an. Ich habe Logic's Drum Kit Designer benutzt. Ich kann hier einfach Drum Samples hier auf die einzelnen Felder ziehen. Die sind dann mit der Tastatur belegt hier von meinem MIDI Keyboard. Die kann ich hier direkt anspielen. Und wenn es so ein einfacher Groove ist jetzt wie bei diesem Song, dann programmiere ich den nicht mit der Maus mühselig, sondern ich spiele ihn einfach mit der Hand auf meinem MIDI-Keyboard direkt ein. Der Vorteil, wenn du das mit der Hand einspielst, ist, du musst dich nachher nicht groß mit irgendwelchen Humanize-Funktionen rumschlagen, sondern du kannst es direkt so übernehmen. Ich achte jetzt hier nur drauf, dass die Bassdrum schön laut ist. Die mache ich auf die höchste Velocity. Ansonsten passt das alles. Ich quantisiere die 16. Und zwar auf 96%, dass es nicht so 100% gerade ist. Dann sollte das schon passen. Und dann haben wir unseren Drum Groove schon fertig. Ich ziehe den jetzt hier einfach nur auf 8 Takte rüber. Das heißt, ich loop ihn hier. Und damit hat sich die Sache hier schon erledigt. Was ein Problem ist bei so elektronischen Drums, ist, dass sie oft sehr statisch klingen. Also wenn du sie jetzt nochmal alleine anhörst, ist in sich schon so einigermaßen in Ordnung. Aber ich mache bei sowas gerne den Trick, dass ich hier akustische Drumkits drunter mische. Und zwar so, dass man es nicht so genau hört, um einfach mehr Natürlichkeit, mehr organische Natürlichkeit sozusagen drunter zu kriegen. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe einfach einen Drum Loop drunter gelegt von so einem Vintage Kit hier von Addictive Drums. Der klingt so. Und jetzt hör mal, wie sich der Sound verändert, wie viel wärmer er wird, wenn dieses akustische Drumkit leicht runtergemischt wird. Erst ohne, dann mit. Um die beiden Drumspuren hier noch ein bisschen besser zusammenzuschweißen, habe ich die auf eine Gruppenspur gelegt und habe sie zusammen komprimiert. Dazu suche ich mir mal den VC160 raus. Das ist eine Emulation dieses Vintage-Kompressors DBX160. Ein sehr cooler Kompressor, gerade für Drums, und den lege ich sehr gerne auf den Drum-Bass. Manchmal komprimiere ich nicht mal, ich möchte einfach nur die Koloration, die er meinen Drums gibt, und der macht da wirklich einen Top-Job. Und ich schalte den einfach mal zu, da sind jetzt beide Drums, akustisches und E-Drum-Kit drauf. Ist aus, dann an. Für noch mehr analoge Wärme habe ich ein bisschen Bandsättigung noch dazugegeben. Das ist das Kramer Master Tape von Waves. Und ich habe einfach ein Preset genommen, Drum Kit, hier ist es. Und dann stellen wir hier mal ein, ob alles passt. Erst aus, dann an. Bisschen zu laut. Also auch hier hörst du wesentlich mehr Smack noch von unten und das klingt richtig gut schon jetzt. Was ich dann noch gemacht habe, ist, ich habe ein bisschen Räumlichkeit den E-Drums gegeben, weil ich gemerkt habe, dass die so einfach ein bisschen zu trocken klingen noch. Deswegen habe ich noch einen Reverb hier direkt in den Kanal zugeladen für dieses E-Drum-Kit. Snare Flare heißt das. Das ist eine Emulation von so einem Lexicon Reverb. Das schalte ich auch mal zu hier nur auf die E-Drums. Einfach um den E-Drums ein bisschen mehr natürliche Räumlichkeit zu geben. Und damit geht es weiter zum Bass. Und der kommt von Native Instruments. Das hier ist Scarby MM Bass. Das sind Samples von einem alten Vintage, hochwertigen Vintage-Bass. Und der klingt wirklich richtig gut. Und hören wir uns mal an. Ich habe die Melodie hier schon eingespielt, wie die ganze Sache dann klingt.
Also du hörst, es klingt sehr gut und hat hier auch, man kann hier auch Slides einzeichnen oder hier diesen Pickup-Clap, wenn der Bassist auf das Pickup schlägt. Du kannst hier also wirklich sehr realistische Samples triggern. Damit der Bass ein bisschen besser klingt, er klingt jetzt noch ein bisschen harmlos, er ist Direct-In eingespielt worden, also ohne Verstärker, habe ich erstmal probiert, über einen Equalizer den Bass ein bisschen dumpfer zu machen, weil ich habe immer Original gegengehört und der Bass vom Original-Song ist wesentlich dumpfer und dunkler, deswegen habe ich erstmal einen Low-Pass-Filter hier eingesetzt und zwar recht großzügig. Okay, der klingt jetzt schon richtig fett so und man braucht die Höhen in diesem Fall auch gar nicht. Also ich habe mehrmals gegengehört zum Original und die hörst du nicht so wirklich hier. Deswegen haben wir hier einen Low-Cut bei 270 Hertz, aber es hat so gepasst. Jetzt müssen wir natürlich diese Tiefen hier noch ein bisschen anfetten. Und dazu habe ich wieder einen Kompressor eingesetzt. Diesmal ein VC76, das ist einfach mein Lieblingskompressor. Eine Emulation von dem Urai 1176. Bin von einem Preset aus gestartet und habe dann den Bass so eingestellt, damit alles passt und damit er noch ein bisschen fetter klingt, ein bisschen gleichmäßiger. Damit ich sicherstellen kann, dass die Bassdrum, die hier sehr wichtig ist, bei so einem Disco-Pop-Song auch wirklich gut durchkommt, habe ich einen zweiten Kompressor danach eingesetzt und den habe ich gesidechained und zwar mit der Bassdrum. Ja, Bassdrum hier als Sidechain eingesetzt und dadurch wird der Bass immer so ein bisschen runtergedrückt, wenn die Bassdrum einschlägt und dadurch hat die Bassdrum genug Platz und sorgt für den nötigen Groove und der Bass wird einfach ein bisschen zurückgeschoben. Als nächstes kommt als Harmonie-Grundinstrument ein Rhodes von FM8 von Native Instruments. Das klang in der Grundversion so. Es klingt schon ganz gut, FM8 ist ein guter Synthesizer, aber mir war es ein bisschen zu langweilig, ein bisschen zu statisch. Und deswegen habe ich noch einen Phaser ausprobiert hier drauf, der das so ganz ein bisschen swirliger macht und ein bisschen unruhiger, den Sound. Und der kam ganz gut. Zusammen mit der Band klingt er dann so. Weiter geht's mit der Funk-Gitarre, die mit Sicherheit neben dem Gesang die Hauptrolle in diesem Song spielt. Und da habe ich Scarby's Funk Guitarist genommen. Das ist eine virtuelle Gitarre aus den 70ern, auch hochwertige Samples und die kannst du über dein MIDI-Keyboard programmieren. Ich habe hier angefangen mit einem Grundsound. Du kannst sie aus verschiedenen Presets auswählen und ich habe aber alles selber programmiert und dazu gehe ich einfach hier in die Grooves rein. Und wenn jetzt diese Gitarre hier spielt, kannst du das hier mitverfolgen, wie ich es eingezeichnet habe. Ich zeige es dir gleich nochmal genauer. Die klingt dann so. Okay, wie funktioniert das genau? Ich kann hier verschiedene Grooves einzeichnen. Ja, ich kann hier lange Noten einzeichnen, ich kann gemutete Noten einzeichnen, sogar Slides oder Hammer-on-Pull-off-Technik kann ich einzeichnen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen smoothen Ton einzeichnen wollte, könnte ich das hier auch machen. Ja, wenn ich einfach hier doppelklick und dann können wir einfach mal hier nochmal, jetzt müssen wir nur gucken, dass ich den nicht zu sehr verändere. Wir können hier zum Beispiel noch zwei Staccato-Töne einfügen und dann würde der Groove so klingen.
Okay, weil es natürlich Blödsinn ist, das so einzuzeichnen, aber nur, dass du siehst, wie es funktioniert. Hier kann ich die wieder rausradieren. Und so kann ich dann meinen Scarby Funky Guitarist programmieren. Wenn du dich für dieses Plugin interessierst und möchtest mehr darüber wissen, ich verlinke dir am Ende nochmal ein Video dazu. Da habe ich ein Intensiv-Tutorial drüber gedreht, wo ich dir ganz genau erkläre, wie du einen Scarby Funky Guitarist programmieren kannst. Die Gitarre ist jetzt zwar gut programmiert und sie klingt auch einigermaßen menschlich von der Performance her, aber vom Sound her ist sie doch sehr steril und da müssen wir einiges machen. Ich habe mal angefangen mit dem Vintage Tube EQ, der ist von Logic selber hier. Ist eine Emulation von einem Pultec EQ, mit dem ich gerade sehr gern arbeite. Und zunächst mal versuche ich, die Hochmitten so ein bisschen anzuheben, um diesen typisch quakigen Funk-Gitarren-Sound zu bekommen. Okay, sie klingt schon so ein bisschen knackiger und das gefällt mir ganz gut, aber sie klingt noch zu präsent. Das ist eigentlich für so eine Funkgitarre, für so eine spitze Funkgitarre, ist das eigentlich okay, weil sie sehr rhythmisch ist. Aber in diesem Fall haben sie recht viel Chorus auf die Gitarre verwendet im Original und deswegen habe ich das versucht nachzubauen. Ich habe einfach hier ein Pedalboard genommen bei meinen Modulationseffekten, hier in Logic selber auch. Und ich habe den Heavenly Chorus, glaube ich, genommen und versuche jetzt hier die Gitarre ein bisschen weicher einfach zu machen. Okay, klingt schon wesentlich besser. Es ist sehr viel Chorus drauf hier auf der Gitarre. Für manchen Geschmack bestimmt zu viel, aber wie gesagt, du musst immer, wenn du sowas reproduzieren möchtest, immer das Original gegenhören und da ist wahnsinnig viel Chorus drauf. Ich habe noch ein anderes Plugin probiert und zwar von Baby Audio. Das Super VHS heißt das. Und das ist auch so ein Plugin, mit dem du auch so ein Chorus-Plugin und da habe ich einfach diesen Magic-Button hier genommen und probiert, ob ich da vielleicht noch ein besseres Ergebnis bekomme. Vergleichen wir mal die beiden. Schluss hat mir dann doch dieses Pedalboard ein klein wenig besser gefallen, aber es ist wie gesagt Geschmackssache. Um der Gitarre noch ein bisschen mehr Body zu geben, habe ich dann nochmal ein bisschen Bandsättigung dazu gefahren. Da habe ich ein Preset genommen, glaube ich. Was war denn das? Ja, Rhythm Electric. Ich schalte die erstmal aus und dann zu. Gut, vielleicht sagst du jetzt, du hörst gar nichts, aber ich finde schon, dass sie ein bisschen mehr Body bekommt und dass sie ein bisschen satter einfach klingt nochmal dadurch. Also auf jeden Fall ein besseres Ergebnis und deswegen habe ich es so gelassen. Dann habe ich versucht, die Gitarre noch ein bisschen breiter zu bekommen und dazu habe ich Logics uralten Stereo Spreader benutzt. Stereo Spread, also ja, sieht hier recht vorsintflutlich aus hier. Und ich habe hier, was war das, ich glaube Medium High Frequency Spread, also ab 500 habe ich gespreadet und ich schalte es mal zu, ich weiß nicht mehr genau, wie die Einstellungen waren, ist aus, dann zu. Also ich ziehe jetzt die Gitarre hier so mit so einem Spreader, das Stereo-Image von der Gitarre ein bisschen breiter noch. Also Stereo-Spreader musst du immer vorsichtig sein, dass du nicht in irgendwelche Phasenschweine reingerätst, aber hier hat es jetzt ganz gut gepasst. Und zu guter Letzt habe ich einfach noch von dem Bass den Kompressor rüber kopiert, damit auch die Gitarre, wenn die Bassdrum einschlägt, ein bisschen runtergedrückt wird, damit die Bassdrum gut durchkommt. Musik.
kannst ja sehr gut nachverfolgen, wie sie runtergedrückt wird, wenn die 1 einschlägt und so ein bisschen wie so angesaugt wird, wenn der Kompressor dann wieder zurückregelt. Und das sorgt dafür, dass die Bassdrum weiterhin gut durchkommt und fett bleibt. Anschließend habe ich die Gitarre noch durch ein Achtel-Delay geschickt. Das schalte ich auch nochmal zu. Wir hören sie mal solo an und dann schalte ich das Achtel-Delay zu. Einfach ein gerades Achtel-Delay war das. Ja, damit sie noch ein bisschen unruhiger wird und damit der Rhythmus noch ein bisschen unterstützt wird. Und danach habe ich sie noch durch einen Hall geschickt, weil sie doch sehr trocken klang. Das war einfach hier Guitar Room von Native Instruments auch. Das ist ein Preset gewesen, habe ich noch ein bisschen nachgestellt. Schauen wir auch mal zu. Und jetzt sind wir schon relativ nah dran am gewünschten Ergebnis. Ich habe dann zum Schluss noch ein Pad eingesetzt. Von Alchemy, ist auch von Logic selber. Das heißt Rich String Pad und klingt so. Das ist einfach nur zum Füllen hier noch gewesen. Zeige ich dir noch, was ich im Mixbus gemacht habe. Ganz oben ist Greg Wells Mixcentric. Das ist ein Plugin, das EQ, Kompression und Saturation in sich vereint und das den Effekt hat, wie wenn du so eine Decke von deinem ganzen Mix ziehst. Und danach habe ich wieder Tape eingesetzt, auch um den Mix natürlicher zu machen. Mache ich immer sehr gerne, wenn viele virtuelle Instrumente in so einem Mix sind. Fangen wir einfach mal damit an. Klingt die Sache gleich nochmal fetter und natürlicher. Anschließend habe ich noch probiert, über einen Match-EQ mir die Frequenzkurve des Originals zu klauen. Wenn ich jetzt also die Frequenzkurve hier original darüber lege, dann klingt das so. Du hörst also hier in den Hoch-Mitten-Bereich im Originalmix wesentlich mehr los und dann auch nochmal wesentlich glitzeriger hier ab 10k. Das ist auch gut. Und dann habe ich mir Bassdrum geholt noch zu guter Letzt und jetzt haben wir Plugin-Chaos hier und habe den Bassraum oder den Bassbereich, den Low-End-Bereich auch noch angepasst. Ich konnte mir hier als User-Setting habe ich mir von Doja Cat So Say reingeladen. Und ab 320 Hertz oder ab 320 Hertz übernimmt jetzt Bassdrum und passt den Bassbereich nochmal genauer an das Original an. Schalte ich auch nochmal zu. Wenn du dich für das Thema Musikproduktion interessierst, dann empfehle ich dir das PDF, das ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt habe. Da gebe ich dir ein paar heiße Tipps, wo du kostenlose virtuelle Instrumente findest oder wo du Online-Session-Musiker findest. Also lad dir das runter, im ersten Kommentar habe ich es angepinnt. Wenn du dich für Scabies Funk Guitarist interessierst oder dafür, wie man Drums realistisch programmiert, dann schau dir doch eines dieser beiden Videos an, da erkläre ich dir das ganz genau. Ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, über nette Kommentare oder im besten Fall über ein Abo. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!